So, meine Damen und Herren, sind alle bereit. Wir freuen uns, dass Sie alle ausgeharrt haben. Aber wir haben uns extra für Sie auch einen warmen Winterabend ausgesucht, einen verhältnismäßig warm. Und begrüßen Sie zur Pressekonferenz mit den beiden Vorsitzenden der Linken, Gesine Lötsch und Klaus Ernst. Herr Ernst beginnt. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten uns ja heute verabredet, dass wir mehrere Entscheidungen treffen. Und zwar im Kreis des Geschäfts- und Vorstands unserer Partei, zusammen mit den Vertretern unserer Landtagsfraktionen und den Ländern. Wir haben als erstes entschieden, dass wir uns einen eigenen Kandidaten überlegen werden. Wir werden mit Sicherheit einen Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen. Das ist das, was wir heute entschieden haben, aus folgenden Gründen. Wir sind der Auffassung, dass Herr Gauck nicht der Kandidat ist, der tatsächlich für alle Teile der Bürger unseres Landes steht. Wir wissen, dass er an sehr für uns bedeutsamen Punkten eine vollkommen gegensätzlichere Position hat, als die wir vertreten. Ich nehme als erstes die Frage der Widerstandsbewegung gegen diese Ausbeutung, die über die Finanzmärkte organisiert wird. Er hat eine Haltung zur Occupy-Bewegung, die wir überhaupt nicht teilen. Er ist eher ein Vertreter derer, die gegenwärtig auch die Mehrheit im Deutschen Bundestag darstellen und die, wie Sie wissen, sich an der Regulierung der Finanzmärkte eben nicht in dem Maße beteiligen, wie es notwendig wäre. Also ein Vertreter eigentlich, der unseren Positionen vollkommen ablehnend gegenübersteht. Zweitens, wir haben eine Haltung gegenüber Sarrazin zur Kenntnis nehmen müssen, die wir nicht teilen können, über die wir uns eher wundern. Wir halten es überhaupt nicht für mutig, das, was Sarrazin gesagt hat. Herr Gauck hält es für mutig. Wir sind vollkommen gegensätzlicher Auffassung, übrigens weite Teile der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auch. Und drittens, wir haben nun auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass er eine vollkommen andere Haltung als wir zur Frage der Widerstandsbewegung gegen die Harzgesetze hat. Auch da hat er sich in einer Weise geäußert, die mit dem, was wir in unserer Partei wollen, überhaupt nicht übereinstimmt. Und Sie wissen, es sind breite Bürgerbewegungen in unserem Lande an beiden Punkten vorhanden, an der Frage der Regulierung der Finanzmärkte, Occupy, genauso wie an der Frage der Ablehnung der Harzgesetze. Und damit glauben wir, dass auch im Interesse dieser Bürgerbewegungen es dringend notwendig ist, eine Alternative zu bieten für die Bundesversammlung zu Herrn Gauck. Das war der erste Punkt, auf den wir uns heute verständigt haben, und zwar einhellig. Es gab niemand in dem Kreis, der heute getagt hat, der dort anderer Auffassung gewesen wäre. Ja, wir haben ja sehr genau beobachtet, wie bei den anderen Parteien dieser Prozess gelaufen ist, dass da nur äußerst kleine Gremien getagt haben. Und darum hatten wir uns entschlossen, eine Sitzung zu machen des gesamten Parteivorstandes mit den Vertretern der Länder, mit den Fraktionsvorsitzenden also und den Landesvorsitzenden, damit auch Entscheidungen breit getragen werden. Denn Sie haben ja auch selber berichtet in der Presse, dass es sehr unterschiedliche Positionen geben könnte. Wir haben konstatiert, dass wir eine ganz andere Situation haben als im Jahr 2010. Wir sind ja sogar aufgefordert worden, auch von Vertretern der Medien, eigene Kandidaten aufzustellen. Und auch die Reaktion auf den jetzigen Kandidaten sieht ja ganz anders aus. Und zu unserer großen Freude sind wir in der sehr komfortablen Situation, dass wir drei hervorragende Menschen haben, die sich zur Verfügung gestellt haben für unsere, also als Vertreter in der Bundesversammlung auf Vorschlag der Linken eventuell zu kandidieren. Denn der Vorschlag in der Bundesversammlung, so ist es ja so schön formuliert, aus der Mitte der Bundesversammlung können also Vorschläge unterbreitet werden. Zum einen haben wir die Bereitschaft unserer Kollegin im Deutschen Bundestag, Lucretia Jochimsen, die ja beim letzten Mal uns ganz hervorragend vertreten hat und deren Schwerpunkt war, ein Schutzschirm für die Armen aufzuspannen, wo es also um diese Gegensetzung gab, ging einerseits Freiheit, andererseits soziale Gerechtigkeit. Wie ist das miteinander zu verbinden? Sehr geehrt fühlen wir uns durch die Bereitschaft von Beate Klaasfeld für
das Amt der Bundespräsidentin zu kandidieren. Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie zur Verfügung steht. Sie wissen vielleicht noch, dass die Fraktion Die Linke ja hier nicht bei Null beginnt. Wir hatten als Fraktion, deswegen habe ich betont Fraktion, im Jahre 2009 Beate Glasfeld im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang zum Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus eingeladen nach Deutschland in den Deutschen Bundestag. Und wir haben sie damals und auch hier der Zusammenhang für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Und Sie haben ja alle den Medien entnommen, dass das auch bereits abgelehnt wurde vom Bundespräsidialamt. Der Vorschlag war ja auch vom Bundesland Berlin unterstützt worden. Die dritte Möglichkeit, die wir in der Diskussion haben, die dritte Bereitschaft, ist von dem Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge, der ein hervorragender Wissenschaftler ist und insbesondere auf dem Gebiet der Armutsforschung, also eines zentralen gesellschaftspolitischen Themas, sich besonders hervorgetan hat. Ich habe gerade benannt das unterschiedliche Herangehen, was der Vergleich mit den anderen Parteien betrifft. Wir haben jetzt mit allen, außer natürlich mit Lucrezia, die auch in der Beratung teilgenommen hat, telefonische Gespräche geführt. Wir werden das Wochenende für zwei Dinge nutzen. Zum einen werden wir mit diesen drei Persönlichkeiten persönliche Gespräche führen. Also ich glaube, für so eine schwerwiegende Entscheidung braucht man ein bisschen mehr als Telefonate. Und zum anderen haben wir reflektiert die Diskussion seit Sonntagabend und haben ja festgestellt, dass es auch in den anderen Wahlgruppierungen, insbesondere bei SPD und Grünen, aber neu hinzukommt, kommen ja auch die Wahlmänner bzw. Wahlfrauen der Piraten, Diskussionen, Vorbehalte gibt, ob sie einen Kandidaten Joachim Gauck unterstützen. Es gibt ja erste Abgeordnete aus den genannten Parteien, die ganz offen erklärt haben, dass sie das nicht tun werden. Und wir werden auch versuchen, mit den Vertretern dieser Parteien, die die Kandidatur der fünf Parteien nicht mittragen, führen und sehen, ob wir hier weiterkommen. Wir fragen Sie natürlich alle, wann wird es eine endgültige Entscheidung geben? Wir haben beschlossen, dass am Montag um 10 Uhr der geschäftsführende Parteivorstand einlädt, alle Parteivorstandsmitglieder an dieser Beratung teilnehmen können. Dazu kommen wird die Vorsitzende der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, das ist im Augenblick die Dora Hayen aus Hamburg, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion und bitte das Licht wieder an, ja. Und der Spitzenkandidat aus dem Saarland, Oskar Lafontaine. Und am Montag werden wir dann eine endgültige Entscheidung, so ist der Plan, treffen. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits? Nee. Gut.